Hallihallo, ich finde, es wird mal wieder Zeit für einen Teddy-Haul und ich wollte euch zeigen, was ich für Schnäppchen ergattern konnte und mich ein bisschen glücklicher basteln. Habe heute nicht so einen guten Tag, werdet ihr vielleicht auch am Anfang an meiner Stimme hören, aber wenn es gut läuft, ist meine Stimme nachher ein bisschen fröhlicher. Ich habe gekauft unter anderem zum Beispiel diesen Bastelkalender von 2022 mit schwarzen und weißen Seiten und er hätte ursprünglich 1,50 Euro kosten sollen und er wurde erst auf 55 Cent und dann auf 10 Cent runtergesetzt, aus gegebenem Anlass. Und meine Idee ist, und das werden wir uns jetzt anschauen, dass ich dieses Papier ja perfekt für Mattungen nehmen kann. Ne? Also es hat ja, es ist diese, eine Seite ist weiß, die andere Seite ist schwarz. Und für 10 Cent habe ich auf die Art und Weise einfach schwarzes Papier, welches ich für die Rückseiten oder Unterlagen meiner Karten nehmen kann. Vielleicht werden wir das auch direkt gleich nutzen. Das werden wir ausprobieren. Und auf die Art und Weise könnt ihr immer Papier retten für 10 Cent. Ja, mache ich das immer gerne. Dann habe ich noch etwas gekauft und zwar Leuchtstifte. Die kosteten ursprünglich 1 Euro. Ich habe sie kaufen können für 10 Cent. Ich habe ja schon häufiger festgestellt, dass das nicht bedeutet, dass es die nicht mehr im System gibt, sondern einfach nur das, was auch immer die Verpackung angematscht ist und es deswegen in der Restekiste landet. Und ich wollte mal einmal mit euch auch ausprobieren, ob die überhaupt etwas können. Könnte auch sogar sein, dass sie gar nicht in der Bastelabteilung liegen, sondern in der Spielzeugabteilung. Das weiß ich aber nicht. Aber hier unten schätze ich mal, dass 5 plus bedeutet das Alter. Und ich gucke jetzt mal gerade, ob es zumindest theoretisch einen Unterschied zwischen den beiden Stiften gibt oder ob es einfach zwei die gleichen sind. Und das erscheint mir so. Und dann gucke ich mal gerade, ob ich irgendwas beachten muss. Zum Beispiel irgendwas von wegen vor Benutzung schütteln. Kann ich gerade nicht finden. Schauen wir hier nochmal. Da, die Trocknungszeit hängt vom Untergrund und der Dicke der Beschichtung ab. Wir empfehlen 12 Stunden Wartezeit. So, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Verpackung sind kein Spielzeug, bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente und so weiter. Gut, dann probieren wir das einmal aus. Ich habe einmal schwarzes, dann dieses anthrazitfarbene Teddypapier und nehme auch nochmal ein weißes Papier. Jetzt gucken wir uns erstmal die Spitze an. Ah ja, okay. Das ist so eine, ich glaube, das könnt ihr ganz gut sehen. Und mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie dickflüssig das rauskommt. Ich muss ja damit in irgendeiner Form zeichnen können. Oh, es kommt sehr dickflüssig raus. Ach so, und das meinen die dann auch mit Trocknungszeit? Das zieht dann ins Papier ein, oder wie? Sonst kann ich das ja schon fast blindenschriftmäßig fühlen. Okay, ich kann super zeichnen. Das ist ein Herz geworden. Also, dass das 12 Stunden zum Trocknen braucht, das glaube ich gerne. Das lassen wir mal trocknen. Das werde ich voraussichtlich, weil ich das Video heute eigentlich noch fertigstellen möchte, dann beim nächsten Video euch das Ergebnis zeigen. Ich lege das mal hier hin, in der Hoffnung, dass die Katzen es nicht niedertrampeln. Und mache mir jetzt mal gerade mein Leben etwas einfacher. Okay, also ich glaube, dass diese Geheimstufe, jetzt probieren wir den anderen auch nochmal aus. Es ist aber die gleiche Spitze. Und es kommt ähnlich cremig raus. Ja, also mein persönlicher Eindruck ist, dass das gar nicht so, ich versuche das mal gerade zu zeigen, wie dick das ist. Also es ist eine richtig dicke Paste da jetzt drauf. Ich glaube, so könnt ihr es ganz gut erkennen. Also es ist richtig, richtig dick. Ich glaube, das wird eher eine Blindenschrift. Überzeugt mich jetzt spontan nicht, aber ich berichte im nächsten Video. Und dann gucken wir uns auch an, dann mache ich auch das Licht aus. Dann können wir gucken, ob das irgendwas bringt oder ob man sich den Euro sparen kann. Ja, ich weiß echt nicht. Oder ob das irgendwie dafür gedacht ist, dass ich
weiß ich nicht, in einem Kinderzimmer irgendwas an die Wand mache und wenn ich dann das Kind schlafen schicke und das Licht ausmache, dann leuchtet da noch ein Stern oder ein Herz. Wir gucken uns das an, wenn es trocken ist. Ich lasse die Stifte mal so lange hier liegen und dann wissen wir beim nächsten Video mehr. Dann habe ich gekauft dieses, wie ich finde, traumhaft schöne Band. Zumindest wirkte es auf mich traumhaft schön. Wir machen es mal einmal lose und gucken es uns an. Ja, es sind Schmetterlinge. Ich lege mal was Weißes drunter, damit ihr das auch besser sehen könnt. Und das ist so wirklich so ganz zart. Ich überlege gerade, wie das auf Schwarz aussieht. Ja, auf Weiß gefällt es mir sogar besser. Ja, auf Schwarz, finde ich, kommt es noch nicht mal so gut raus wie auf Weiß. Ich finde es sehr, sehr zart. Wir wickeln es mal gerade noch mal ein bisschen weiter auf, aber es verändert sich nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie am Anfang ausgebleicht und zum Schluss wird es kräftiger. Das habe ich gekauft, weil ich es wirklich sehr, sehr süß fand. Ihr wisst noch, dass man und wie man damit schön Karten verzieren kann? Hm? Oder soll ich das noch mal zeigen? Das habe ich schon mal gezeigt. Ich könnte mal irgendwann, ich hatte mir das sowieso mal überlegt, dass ich mal eigentlich meine Karten irgendwie systematisiere und irgendwann einfach mal so ein Best-of zeige oder in, zusammenfasse. Das und das kann man machen. Bezahlt habe ich statt den ursprünglichen, was hätte es ursprünglich gekostet? Ich schätze mal, da unten drunter ist der Preis, 1,75 hätte es ursprünglich gekostet. Und ich habe nette 10 Cent bezahlt. Dafür kann man das dann mal ausprobieren. Schönen Gruß vom Kater soll ich ausrichten. Ne? Soll ich doch, genau. Vielleicht basteln wir damit gleich noch. Ich habe noch keine Ahnung, was wir basteln. Ich zeige erstmal, was ich alles gekauft habe. Das, was ich noch gekauft habe, sind Labelsticker, so nennt es sich. Kosten eigentlich 1 Euro, sind auch meiner Meinung nach ganz normal nach wie vor zu kaufen. Und ich habe sie aber trotzdem aus der Grabbelkiste für ebenfalls 10 Cent. Sehr verrückt, ne? Das sieht bei euch in der Kamera, dieser Ton, der sieht ja ganz zart orange aus. Aber wenn ihr die Sticker kennt vom... Ist das verrückt? Ne? Also man muss tatsächlich immer weiß dazu halten, damit überhaupt die Farbe klar ist. Verrückt. Naja, gut. Müsst ihr immer so ein bisschen Abstriche machen, wenn ihr irgendwas in einem Video seht. Ob in meinem oder in einem anderen. Achso, und das hier werfe ich jetzt nicht unbedingt weg, weil auch hier raus kann man ja noch irgendwas machen. Ne? Also so ein Kraftpapier, so eine Verpackung, Sachen werfe ich nicht weg. So, jetzt heißt es ja Label Sticker. Das heißt, ich würde jetzt erwarten, dass die selbstklebend sind. Wir gucken mal gerade, in welcher Form. Also es ist auf jeden Fall also dickere Pappe, relativ, also ziemlich dick. Sehr stabil. Jetzt gucke ich mal gerade, ob da... Ja, das ist tatsächlich zum Abknibbeln. Und das klebt. Also es sind wirklich Aufkleber. Und da gibt es 4 verschiedene Formen. Und da kann man natürlich schön was reinschreiben oder auch reinkleben. Wer so diese Gold- oder Silbersticker hat. Und dann hat man halt einfach einen netten Hingucker. Ja, wie gesagt, wer weiß, was wir gleich noch alles basteln werden. Wir haben hier immer noch einen kleinen Kater sitzen. Aber du darfst da sitzen bleiben, ne? Ja. Genau. So. Dann habe ich gekauft diesen Designblock. Es sind sogar 3 Designblöcke, die ich irgendwie ergattern konnte. Kosten eigentlich 3 Euro. Ich habe sie reduziert ergattern können für 1 Euro. Und das sind Weihnachtsblöcke. Und die haben 36 Blatt. Ist natürlich immer so schön überklebt. Ne? 3×12 Motive. Aber wir haben vor allen Dingen auch hier hinten 3 Motive mit Transparentpapier. Also ich zeige mal die letzte Seite. Da kann man, glaube ich, die Sprüche ganz gut sehen. Und ja, das finde ich halt ganz schön. Die kann man dann ausschneiden, in irgendeiner Form aufbringen. Zum Thema Transparentpapier aufbringen, das ist in dem Video mit den bunten Actionkarten am besten, glaube ich, zusammengefasst. Wie gesagt, ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir mal irgendwann so Zusammenfassungsvideos mache. Und ansonsten sind das Blätter, die nicht vorgestanzt sind, aber hier kann ich halt Dinge ausschneiden. Wie gesagt, immer 3 gleiche Seiten. Dann kommt das nächste Motiv.
Und das hier kann ich zum Beispiel auch als Geschenkanhänger machen, als Label. Und oder eben auch das jetzt als wirklich als Designpapier kann ich also wirklich tolle Karten oder Schachteln mit basteln. Das ist zum Beispiel perfekt für einen Brief. Das könnte man noch perfekt für eine Karte nehmen. Hat so eine ganz, ganz leichte Streifenstruktur. Da das Papier eine Stärke hat von, ist es angegeben? Ich sehe es nicht, dass es angegeben ist. Vielleicht steht sie irgendwo drunter. Sehe ich auch nicht. Behaupte ich, dass man das von der Stärke her, würde ich das auf 200 Gramm schätzen. Und wenn ihr das einfach in der Mitte faltet, dann habt ihr auf die Art und Weise auch einfach eine Grußkarte mit einem weißen innen drin. Und dann kann man damit schon weitermachen. Wir gucken mal gerade, spaßeshalber. Finde ich jetzt farblich nicht so passend, aber oh, könnte man sogar auch machen. Und dann könnte man noch so einen Sticker drauf machen. Könnte man schon fertig sein. Wäre jetzt ein bisschen sehr schlicht, aber es würde gehen. So, dann haben wir diese schönen Schneeflocken, Eiskristalle. Na, Partystimmung. Das finde ich, muss man, also für mich ist das gar nicht weihnachtlich, sowas. Das zeigt für mich immer oder mir immer, dass das so aus dem Amerikanischen kommt, weil ich glaube, solche bunten Lichterketten, das kommt jetzt langsam zu uns rüber, aber ich glaube, die Tradition stammt doch tatsächlich eher aus Amerika. Das sieht sehr interessant aus. Ich schätze mal, das soll eine Wimpelkette sein mit Tannenbäumen und Sternen. Naja, gut. Und wir enden mit diesem Papier. Kann ich mir auch sehr gut für einen Hintergrund vorstellen. Ne, in Kombination irgendwie hiermit kann ich da dann halt tolle Karten machen. Das, was hier der Nachteil ist, es ist nicht vorgestanzt. Ich muss halt tatsächlich mit der Schere fein ausschneiden. Da freut man sich. Genau, also das ist ja nicht so meine Stärke, aber für einen Euro habe ich den gerne mitgenommen, weil der vielleicht in meinen Kursen, vielleicht gibt es da jemanden, der sagt, oh, was für ein schönes Motiv, das schneide ich aber jetzt auch gerne aus. Das werde ich sehen, weil es beginnen jetzt bald meine Weihnachtskartenkurse. Da werde ich das dann einfach mal mitnehmen. Dann habe ich noch zwei weitere Blöcke aus der gleichen Serie, sage ich mal, bekommen. Also ebenfalls Weihnachtsblöcke, die ursprünglich 3 Euro hätten kosten sollen, für die ich 1 Euro bezahlt habe. Der Aufbau ist ganz genau derselbe. Wir gehen ganz einmal schnell durch. Wir haben einmal eine Holzoptik mit Sternchen. Dann haben wir ja so ein beiges Papier. Mal gucken, da sind nichts über Blätter. Ein beiges Papier, was so strukturiert ist. Aber das ist echt ärgerlich, dass ihr so ein bisschen, also ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Also hier ist so noch Noten zu sehen und hier ist so ein Karo-Muster zu sehen. Dann haben wir auch Holz wieder mit Sternen, aber ihr seht schon selbst, es ist etwas anders wie das erste. Dann noch mehr Sterne. Erneut Holz, aber so mit Nüssen und Zapfen. Noch mehr Holz. Dann haben wir, oh, das gefällt mir auch gut. So mit Zapfen und ja, das ist so eine, könnte auch eine Holzstruktur, Holzmaserung sein, aber es ist so ganz, ganz schwach. Haha, Spanplatte. Zumindest oder Mikroskop, aber für mich ist es Spanplatte. Sehr cooles Muster. Das sehe ich überhaupt nicht für eine Weihnachtskarte, aber das sehe ich perfekt für eine Männerkarte. Haha, das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir halt wie eben diese Label, die ich als Geschenkanhänger nehmen kann, als Kartenaufleger. Auch jeweils 3. Dann zum Ausschneiden dieses Motiv einmal. Dann dieses Motiv. Und zum Schluss enden wir wieder mit Transparentpapier. Und das finde ich schon echt, finde ich cool. Gefällt mir gut.
Und der dritte Block, wie gesagt, gleiche Serie. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke es davon gibt, weil ich habe tatsächlich nur in der Schnäppchenkiste geguckt. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht vom Vorjahr sind. Ich denke aber, dass es dieses Jahr auch wieder geben wird. Ich denke aber eher gibt. Und auch hier blättern wir einmal schnell durch. Wir haben eine Mauerstruktur. Die auch perfekt. Boah, finde ich die genial. Sehe ich aber auch gar nicht für Weihnachtskarte. Dann haben wir hier, das ist eine gute Frage, Kork mit Waldboden, Kork. Also auf jeden Fall ein dezentes Muster, finde ich auch sehr schön. Sehe ich auch nicht unbedingt für eine Weihnachtskarte. Dann haben wir hier, das ist eine gute Frage, was das sein soll. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es halten soll. Ja, vielleicht erkennt ihr, was das sein soll und sagt es mir. Ihr seid nämlich immer sehr, sehr gut. Ich kann es gerade nicht erkennen. Machen wir auf jeden Fall dreimal. Holzoptik mit Herz. Mit so Weihnachtsbaumanhänger. Dann. Ah ja, so eine. Wie nennt man es? Eine Stoffstruktur, eine bestimmte Stoffstruktur. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich glaube, ihr könnt es relativ gut erkennen. Noch einmal Holz. Dann haben wir Pflanzen und ja, Kräuter. Ich werde nachher übrigens wieder auf eure Kommentare einblenden, weil ihr wieder sehr viele und sehr gute und sehr wichtige Hinweise gegeben habt. Die werden wir auf jeden Fall nachher teilen und ich werde zum Beispiel auch auf dieses Thema hier zu sprechen kommen. Da bin ich sehr viel nachgefragt worden und habe für euch recherchiert, aber die Ramona, die mir das gebastelt hat, hat mir auch geschrieben, wie sie es gemacht hat, beziehungsweise welche Grundlage sie genommen hat. Lustigerweise hatte ich das gleiche Video gefunden, nach der sie das hier erstellt hat. Wir kommen dazu später. Eins nach dem anderen. So, dann kommen wir wieder zu den Geschenkanhängern oder Auflegern. Das ist einmal dieses Motiv und einmal. Ach nee, das war nur einmal. Ach ja, davon gab es nur eine, sondern von diesen zum Ausschneiden gab es zwei. So, das sind einmal diese Motive. Und dann gibt es noch diese hier. Ich sehe mich das nicht ausschneiden. Ich bin da ganz ehrlich. Und dann haben wir Transparentpapier. Gucken wir mal, was wir da für Sprüche haben. Da haben wir diese hier. Finde ich ein paar sehr schöne bei. Dann, was habe ich denn noch gekauft? Wir gucken gleich mal, was wir basteln. Ich bin echt selbst gespannt. Ich bin komplett ohne Plan hier reingegangen. Manchmal habe ich ja zumindest eine Vorstellung, aber diesmal tatsächlich gar nicht. Dann habe ich gekauft dieses Osterorigami. Hätte auch theoretisch 1 Euro kosten sollen. War erst auf 55 Cent runtergesetzt. Bezahlt habe ich dann 10 Cent. Und ich habe nicht vor, damit diese Dinge zu tun. Also weder Schafe, noch Hasen, noch Küken, noch Osternester. Sondern ich fand einfach das Papier so schön. Und schaut doch mal, das ist doch echt. Also erstmal sind die farblich aufeinander abgestimmt. Wir haben auch farbliche Rückseiten. Ah, hier haben wir dann gelb-weiß, blau-weiß. Und dann haben wir wieder, oh, das ist ja wohl cool. Und das also für 10 Cent, das, sowas kaufe ich immer gerne. Da kann man immer was mitmachen, entweder als Hintergrund für irgendwas oder tatsächlich für Origami arbeiten. Haben wir nochmal Punkte. Und zum Schluss die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Mehrere Anleitungen sogar, aber mich hatte tatsächlich mehr das Papier interessiert, genauso wie bei dem Kalender. Von daher weiß ich noch nicht einmal, ob ich die aufbewahre, weil ich glaube, sowas kann man auch immer noch auch wieder im Internet finden. Hier weiß ich auch noch nicht, ob ich das aufbewahre. Ich glaube eher nicht, weil das eh schon so ein bisschen angegriffen ist.
Dann habe ich noch mehr Blöcke ergattern können. Warum der hier aussortiert wurde, war mir sofort ersichtlich. Der ist halt schon wirklich, der hat schon gelitten. Der ist wahrscheinlich irgendwie auch mal hingefallen. Aber für 10 Cent habe ich den also sehr gerne gerettet. Und der hat halt 8 verschiedene Motive mit jeweils 3 Blatt. Und was ich halt sehr schön finde, ist, dass halt die Rückseite nicht weiß ist, sondern wie ihr seht, farbig. Und wir können mal gerade die Motive durchgehen. Das ist einmal das hier mit einer beigen Rückseite, also vorher das mit der Rosé. Dann haben wir dieses Motiv mit einer, ja, naturfarbenen Rückseite. Dann dieses Motiv mit so einer, ja, wie Löschpapier früher war in der Farbe. Finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier nochmal Rosé. Cooles Muster, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier ein bisschen was Morbideres. Ihr seht ja hier, das reicht ja, ne? Wenn ihr das so seht. Ich denke, das passt schon. Dann, oh, ich will jetzt mal gucken. Hä, sind das 4 Seiten? Das sind 4, 1, 2, 3. Oh, habe ich eine Bonusseite. Und dann haben wir noch dieses Muster mit einer gelb-beigen Rückseite. Das müsste es. Ah, nee, ein Blatt kommt noch. Ein. Und da haben wir. Und das ist immer farblich passend zur Vorderseite. Und ich habe ja im letzten Video gezeigt, was man mit so doppelseitigem Papier machen kann. Diesmal haben wir jetzt auf der Rückseite keine Struktur, aber so einfarbiges. Und das ist natürlich zum Teil richtig genial. Und da es auch ein bisschen festeres Papier ist, also gar nicht so dünn. Wir gucken mal gerade, ob hier eine Grammatur angegeben ist. Ich glaube, Teddy gibt das nicht so an, ne? Schade eigentlich. Was schätze ich denn? Also mindestens 120 Gramm. Eher 100, 170 sogar. Doch, ich würde sagen, das hat 170. Also das ist schon relativ stabil. Damit kann man also auch gut was machen. Ja, wir gucken mal. Ich bin, weiß noch nicht, was wir tun. Dann habe ich noch einen 10-Cent-Block ergattern können. Auch den gibt es meines Wissens nach wie vor regulär zu kaufen. Mit so maritimen Motiven. Und auch hier ist halt die Rückseite farbig. Ne, entsprechend, jetzt sage ich mal, zu der Farbe vom Fisch. Ich hätte es jetzt wieder als Löschpapierblau bezeichnet. Gerade vergleichen mit dem, was ich eben als Löschpapierblau bezeichnet habe. Ja, da ist es aber mehr so ein Löschpapiergrün. Also das eine ist mehr blau, das andere, das seht ihr auch, ist mehr grün. Dann haben wir diese Wale, ebenfalls mit der gleichen Farbe. Dann haben wir die Quallen. Ah ja, okay, die haben auch die gleiche Farbe. Ihr seht, ich schaue mir die Blöcke tatsächlich vorher nicht an. Dann haben wir diese Qualle, ebenfalls die gleiche Farbe. Ja, also die Farbe, die Rückseite, der scheint immer gleich zu sein. Die Motive wechseln dann nur von der Vorderseite. Hihi, das ist ja süß. Genau, das muss es gewesen sein. Ja, also die Rückseiten sind alle gleich und die Vorderseiten habe ich halt unterschiedliche Motive. Für 10 Cent habe ich dem gerne ein Zuhause gegeben. Und dann habe ich noch das hier bekommen. Dieser Designblock, den gibt es, meine ich, dieses Jahr auch wieder zu kaufen. Den gibt es auch in einem quadratischen Format, aber eben auch in einem A5-Format. 4x8 Designs, also jedes, also es sind 8 Designs, jedes gibt es 4x. Die Rückseiten sind weiß, ich kenne den Block schon. Und statt 2 Euro habe ich dafür 55 Cent gezahlt und dachte mir, na, für meine Kurse kann ich den auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir gehen gerade einmal die Motive durch, aber wahrscheinlich kennt ihr den sogar auch bereits. Mal gucken, dass ich keins überblätter. 1, 2. Dann haben wir hier das dritte Motiv. Das vierte Motiv. Habe ich eins schon vorne überblättert? Nee, ne? Das fünfte. Schön mit diesem Lichtblitz, ne? Das finde ich sehr schön. Ich finde jetzt nur schade, das ist zu groß für eine Karte. Sowas finde ich halt immer bedauerlich, weil ich halt Karten basteln will damit, ne? Und dann finde ich das immer ein bisschen
Doof. Habe ich gerade meine Kartengröße greifbar. Ne? Das ist zu groß für eine normale Karte. Für eine quadratische große Karte kann ich es nehmen. Was ja gar nicht mein Ziel. Da bin ich mit der Zählung durcheinander gekommen. Ist aber auch egal. Nehmen wir das hier. Ich glaube, danach kommt noch eins. Dieses hier. Und ich glaube, das war's. Ja. Wonach ist mir denn heute Weihnachtskarte? Ist mir nach Weihnachtskarte? Ist mir noch mal was nach doppelseitigem Papier? Ich zeige euch jetzt erstmal, das waren nämlich meine Schnäppchen und dann habe ich noch reguläre Sachen gekauft. Dann zeige ich euch die erst. Und zwar werde ich ab und zu mal gefragt, wo kaufe ich meine Fingertips? Also Schwammpinsel heißen sie beim Tee, die kosten 1 Euro. Und genau, ich habe noch gar nicht Fotos eingeblendet. Ne? Dann blende ich doch jetzt mal Fotos ein. Ich blende euch auch mal ein Foto ein, wie ich so in den Kisten wühle. Das hat eine Freundin gemacht. Und dann blende ich euch ein, wie das hier im Regal ausschaut. Ich benutze diese Schwammpinsel Fingertips, also sie heißen Fingertips, weil man halt seinen Finger reinstecken kann. Und dann kann ich halt damit irgendwas einfärben mit Stempelfarbe, mit was auch immer. Ich kann damit wischen, ich kann damit tupfen. Die sind einfach total perfekt und ganz schön haltbar. Also wenn ich da nicht über scharfkantige Schablonen gehe, dann sind die tatsächlich wirklich richtig lange haltbar. Wir gucken mal, was wir heute so basteln werden. Ich bin. Dann habe ich gekauft Washi-Tape. Überraschung. Ich wüsste nicht, dass ich das schon gehabt hätte. 55 Cent. Black.de. Ich weiß nicht, warum da immer noch Sachen nachkommen. Gibt es hier noch die... ich hatte mal eine Zuschauerin, die beim Teddy arbeitet, wenn das noch der Fall ist. Die darf gerne noch mal ein bisschen Insider-Informationen hier in die Kommentare geben. Oder mir schreiben, wenn ich das nicht veröffentlichen soll. Oder ihr könnt mir dann gegebenenfalls das sagen, was ich veröffentlichen darf. Und ja, weiß ich noch nicht, wie wir es dann machen. Schreibt mir dazu, was ich nicht veröffentlichen soll. Wir haben drei verschiedene Washi-Tapes, auch wieder maritime Motive. Und zwar einmal Anker und wie fehlt der Name? Steuerrad. Dann haben wir so Zickzackmuster, die einfach farblich passen, aber nicht unbedingt maritim genutzt werden müssten. Und wir haben Seesterne. Finde ich auch total genial. Dann geht es weiter mit... Na, das zeige ich euch zum Schluss. Ich mache erst das hier. Einem Block, der kostet 4 Euro und der ist deshalb so cool, weil er, also er heißt ja schon Design Block Embossed und das ist total irre. Der hat eine Struktur. Oje, ich glaube, das könnt ihr nicht gut sehen. Ich versuche es mal so zu kippen, dass ihr was sehen könnt. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob ihr was seht. Also wir haben hier ein abstraktes Muster mit Dreiecken drauf. Vielleicht könnt ihr es sehen. Auf dem Gelb haben wir Kreise. Ich versuche mal, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Sonst müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr den überhaupt ergattern könnt. Das ist aber Standardprogramm. Es sind sogar so, ja, wie so Wellen.
die dann so ineinander gehen. Also sind gar nicht Kreise in dem Sinne, sondern eher so ein verschlängelte Linien. Hier habe ich Kreise, die ineinander verschlängelt sind. Ich versuche es nochmal. Ja, so könnt ihr, ja doch, so müsstet ihr was sehen können. Dann haben wir hier, achso, und die Rückseiten, die ihr seht, sind immer weiß. Bei dem Pink haben wir ein grafisches Muster. So ein, ich fasse mal mit dem Finger nach, das geht dann halt hoch, runter, aber mit so Diagonalen. Und es gibt immer zwei Blatt. Dann haben wir hier einen sehr, sehr schönen lila-blauton mit so einem breiten, mehrschichtigen Zickzackmuster, welches immer hier mit solchen Querstreben verbunden ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ich versuche es nochmal so. Und dann enden wir. Nee, wir enden noch gar nicht. Dann haben wir ein hellblau. Wie viel sind denn das? 24 Blätter, 2×12 Motive, 12 Farben. Dann haben wir hier einen Zickzack. Ganz viele untereinander. Sieht auch mega genial aus. Dann haben wir in einem Rosé haben wir, ach wie interessant, so ein Vierecke, die sind aber leicht versetzt, wodurch dann hier so die Optik von kleineren Vierecken dazwischen entsteht. Sehr spannend. Dann in Gelb haben wir, aha, diesmal haben wir das Muster gerade, dieses Zickzackmuster, wodurch hier so ganz individuelle Motive entstehen. Weiter geht's mit erneut einem rosa Ton, aber wie ihr seht, kräftiger, ne? Das ist rosa und das hier ist mehr pink. Geht schon fast Richtung Violett. Und hier habe ich so Halbkreise, die so übereinander gefächert sind. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier einen wunderschönen Blauton. Mit so einem breiten Band, was sich hier so entlang schlängelt. Ja, ich glaube, das im Video zu sehen ist ganz schön schwierig. Dann haben wir hier noch ein richtig cooles Neon-Frühlingsgrün. Und da sind dann auch so wie so eine Blattstruktur, so Tropfen drauf. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Ich habe so das Gefühl, ich habe euch schon 20 Farben gezeigt, aber hier ist noch eine, ein recht knalliges Rot. Und hier haben wir meines Erachtens, also haben wir hier einen Stilmix, wir haben hier Kreise, immer zwei Kreise ineinander, ein größerer und ein kleinerer, aber ich sehe hier auch gerade Linien. Also hier haben wir irgendwie so einen Stilmix. Das war es jetzt aber. Der kostet 4 Euro und man kann daraus natürlich sehr, sehr viele Karten basteln. Ich würde es nicht als Kartenrolling nehmen, könnte man machen, aber es wäre mir zu schade. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo man damit arbeiten könnte. Ach, ich hätte euch die Rückseiten zeigen können. Ne? Ich glaube fast, dass man das vielleicht sogar eher sieht. Vielleicht. Schaut ihn euch einfach beim Teddy an. Kostet 4 Euro. Das lege ich mal auf diese Seite. Dann, das wollte ich euch unbedingt zeigen, gibt es jetzt auch beim Teddy solche Fotoblöcke. Also ich weiß nicht, ob es die anderen Motive auch gibt, gegeben hat, geben wird. Aber wir hatten ja beim Action diese Fotoblöcke. Hier kostet der Fotoblock 2 Euro. Und wir haben auch andere Motive als beim Action. Und wir schauen uns die mal gemeinsam an. Es gibt 2, 4, 6, 8 Motive mit jeweils 3 Blatt. Ach, guck mal, hier steht sogar eine Grammzahl drauf. 220 Gramm. Und wir öffnen mal einmal das Ganze. Ich entscheide mich dagegen, es aufzuschneiden, weil die Gefahr, dass ich irgendwas verletze, doch recht groß ist. Und dann pittel ich es lieber einmal ab. Na, hier hinten kann man auch die Motive schon
ganz gut erkennen. Also wer keinen Zugriff hat auf einen Action, aber auf einen Teddy, der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, diese zu holen und damit sicherlich großartige Karten zu basteln. Ich finde allein dieses Faunmotiv absolut fantastisch. Aber wir gucken es uns an. Wir haben einmal Blüte. Es ist für mich keine Rose. Ich kann aber jetzt auch nicht Pfingstrose vielleicht. Dann haben wir Erdbeere. Dann haben wir... Oh, das ist eine gute Frage. Für Stoff passt es nicht. Vielleicht ist es verstrichene Acrylfarbe. Kann ich nicht so ganz so gut erkennen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir Bienenwabe. Und auch meiner Meinung nach tatsächlich ein Foto, also sprich Original. Dann Blätter. Dann haben wir andere Blätter. Auch in einer anderen Farbgebung. Passt relativ gut zu meiner Unterlage. Dann haben wir, das sieht ja wohl genial aus. Wow. Ich überlege gerade, ob mir das für eine Trauerkarte zu krass wäre. Aber wenn man da nur so ein kleines Stückchen nimmt, könnte ich mir tatsächlich für eine Trauerkarte vorstellen. Wir hatten ja schon festgestellt beim letzten Video, dass Trauerkarten nicht nur schwarz-weiß-grau sein müssen. Und dann haben wir hier den V. Wobei lustigerweise, ne, dadurch, dass es halt tatsächlich jetzt nicht dieser Ausschnitt ist, sondern wir noch mehr drumherum haben, hätte ich jetzt schöner gefunden, das hier in größer gezogen. Also wo ich tatsächlich nur dieses Muster gehabt hätte. Und das war das letzte Motiv. Also für 2 Euro bekommt ihr das beim Teddy. Wer also beim Action nicht fündig geworden ist, / darauf keinen Zugriff hat. Und jetzt kommen wir zum letzten und das werden wir heute auf jeden Fall ausprobieren. Da war ich nämlich völlig begeistert. Achso, ich habe wieder keine Fotos gezeigt. Ne? Ich hole erstmal das nach mit den Fotos. Ich habe nämlich verschiedene Fotos gemacht, zumindest auch auf jeden Fall zu dem Block hier. Ich gucke mal gerade, was ich für Fotos habe, die ich mal gerade einblende. So, und das letzte Foto hat nämlich schon die beiden Größen von diesen sogenannten Shaker-Pouches gezeigt. Also sprich, hier habe ich in dem Fall 5 Stück für 1 Euro eine Plastikhaube, die ich auf Karten aufkleben kann und dort Schüttelmaterial reinlege. Und das finde ich total genial und damit werden wir jetzt auf jeden Fall was machen, weil ich möchte auch wissen, wie gut das hier abdichtet und klebt und wie kleinteilig man da Dinge reintun kann. Wenn das gut haftet, dann kann ich mir tatsächlich viel Arbeit ersparen. Und ich bin auch gespannt. Also ich würde auf Weiß arbeiten, glaube ich. Wobei das ja schade wäre, ne? Aber wenn ich auf einer anderen Farbe arbeite, dann sieht man ja auf jeden Fall den weißen Rand. Es sei denn, das ist die Schutzfolie und darunter klebt es transparent. Muss man gerade einmal, bin neugierig. Ja, so ist es. Okay, das Weiß ist die Schutzfolie. Ich kann also habe komplett freie Gestaltungsmöglichkeiten. Dann machen wir das doch jetzt mal. Ich habe nur noch keine Idee. Auch ich habe Tage, die nicht so kreativ sind, wenn man einfach ausgelaugt ist. Komm, Kinders, wir gehen auf Weihnachten zu. Wir machen eine Weihnachtskarte. Wir nehmen einfach diesen Block. Die Frage ist, ob ich mit der Karte von eben bastel. Da würde hier als bestes Papier entweder das geeignet sein oder das hier. Es gefällt mir nur beides nicht so gut. Mein Lieblingspapier aus dem Block ist tatsächlich das hier. Es ist aber relativ dunkel.
Oder wir nehmen eins aus den anderen Blöcken. Wir müssen ja auch nicht diese Karte als Hintergrund nehmen. Ich blätter mal noch mal durch und melde mich gleich wieder, sonst wird das ein bisschen langweilig für euch. Jetzt weiß ich nicht, warum er nicht aufgenommen hat, aber ich habe euch gerade erzählt, dass ich mich entschieden habe, schon alles weggepackt, den Block zu nehmen mit dem, wo ich eben gesagt habe, Party, weil ich gesagt habe, ich mache eine Geburtstagskarte und habe gesagt, ich nehme aus diesem Block ein Papier, welches ich nicht für eine normale DIN A6 Karte nehmen kann, nämlich dieses Papier, weil das nicht drauf passt. Und das habe ich zweckentfremdet für eine Mattung und gerade zugeschnitten. Ich weiß nicht, warum er nicht aufgenommen hat, kann ich auch nicht verraten. Und jetzt möchte ich das Shaker-Element aufbringen. Und ich habe das schon gesehen. Guck mal, das ist ja sogar komplett flexibel, ne? Ich glaube, ursprünglich war es nämlich anders. Aber ich glaube, ich würde es sogar so rumnehmen. Ich würde trotzdem das Shaker-Element hier hinten hinpacken und hier trotzdem den Gruß hinpacken. Ich denke jetzt nur darüber nach, ob ich einen anderen Gruß nehme. Ursprünglich war nämlich das Papier so. Aber jetzt finde ich, passt es viel besser, wenn ich so mache. So, das heißt, ich muss jetzt einmal entscheiden, was ich schütteln lassen möchte und welchen Gruß ich dahin stempeln möchte. Ich könnte rein theoretisch mit diesem Sticker arbeiten, aber ihr seht selbst, das ist halt mehr so Creme und das ist weiß. Das passt also nicht so gut. Ach so, wenn ihr das seht in der Kamera, ist das ja mit dem Licht manchmal nicht so einfach. Dann hole ich es gerade noch mal raus. Halte es mal etwas genauer in die Kamera. Ja, das kann man aber erkennen, ne? Dass das eine ist ein Creme, das andere ein Weißton. Ich hatte den Hinweis bekommen, dass ich natürlich den Tacky Glue nicht mit dem All Purpose vergleichen darf. Ich habe noch mal zwei Fläschchen hier von den Woolworth Fläschchen geholt. Da werde ich in das eine Tacky Glue packen und in das andere den All Purpose. Dann können wir das tatsächlich noch mal netter, fairer vergleichen. Jetzt gerade bin ich erstmal von dieser Klebeflasche tatsächlich ziemlich begeistert, weil sie hervorragend funktioniert. Aber ich muss zugeben, es könnte auch am Kleber liegen. Das probieren wir dann nochmal mit den Woolworth-Fläschchen aus. Bei den Woolworth-Fläschchen habe ich nur auf jeden Fall schon mal festgestellt, dass ich da das Problem habe, dass mir peu à peu die... Ich kann es mal gerade zeigen. Inzwischen bin ich ja sogar froh darüber, dass mir hier, das ist übrigens, glaube ich, ich glaube, es ist kein Schimmel. Könnte es aber doch sein. Ich glaube, es ist tatsächlich Farbe. Ja, das ist von außen. Da habe ich irgendwie mal geschafft, in Farbe reinzulegen. Also hier die Metallhülse, die geht dann irgendwann immer ab. Wahrscheinlich, weil die Nadel nämlich nicht passt, weil eigentlich ist da ja, gerade gucken, ob ich es noch irgendwo mit Nupsi habe. Hier ist ja eigentlich so ein Nupsi dran. Das hat bei mir aber nicht so gut funktioniert. Aber es könnte tatsächlich sein, dass die nicht so gut geeignet sind für diesen Kleber, den ich dann verdünnen müsste. Und da war ich bisher entweder nicht mutig genug für oder aber... ja, also es hat bisher nicht den Effekt gehabt, den ich gewollt hätte. So, was möchte ich schütteln lassen und welchen Gruß? Dann kümmere ich mich darum mal als Nächstes. So, ich habe da mal ein paar Sachen zusammengesucht, die meiner Meinung nach gut passen. Dazu gehören so ein paar Pailletten hiervon. Ich finde, das passt farblich ganz gut. Ach so, ich muss noch eine Entscheidung treffen. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich da mal wieder Lust habe auf diesen Spruch. Ich liebe den Stempel so sehr. Der ist von HeinDesign. Verlinke ich euch auch, wie ihr es schon kennt, in der Videobeschreibung. Und HeinDesign hat noch bis zum 30.11. eine 10% Rabattaktion. Könnt ihr also sehr gut nutzen. Ich glaube, ab einem Bestellwert von 40 Euro. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich den hier hinpacke und die Schüttelsachen da drüber, sodass man den Gruß sich quasi so ein bisschen freischütteln muss. Die Idee gefällt mir schon sehr gut, das machen wir auch. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, dass mir schwarz zu hart ist, auch wenn wir quasi schwarz auf der Karte haben. Aber dass ich es schöner fände, halt tatsächlich irgendwie mit dem Blauton zu arbeiten. Zu hellblau darf es jedoch nicht sein. Dann habe ich ein Problem mit der Lesbarkeit. Und ich wollte mal einmal mit euch ausprobieren, wie dieser Blauton hier aussieht.
Ja, der ist gut lesbar und der passt ja wohl farblich hervorragend. Dann packe ich den jetzt dahin. Jetzt muss ich nur mal gerade einmal gucken, dass ich das mit dem Schüttelelement. Und wenn ich hier jetzt gar nichts mehr festtackern brauche, dann kann ich ja auf jeden Fall schon mal auch das hier. Das quillt schon raus. Das hier aufkleben, da spricht ja dann gar nichts gegen. Mal ein bisschen näher am Rand entlang. Und so rum haben wir gesagt. So. Und dann, jetzt muss ich, oh, das wird jetzt ein bisschen spannend. Ich möchte so an den Rand gehen. Das heißt, der rosane ist noch ganz mit der Ecke drin, der orangene und der hier oben, also die drei rosé-orangefarbenen, sind so gerade drin und hier unten ist bis hier. Das heißt, ich muss meinen Stempel ungefähr so setzen. Oh, das wird spannend. Mal gucken, ob ich das Geburtstag unter der grünen Lampe habe. Probieren wir es. Ja! Haha, sehr schön. Mal gucken. Passt. So, und dann legen wir jetzt da drauf. Wir sind mutig, das ist schnell trocken. Das können wir wagen. So kleine Glitzerteile haben wir nicht. Da legen wir jetzt die Sachen drauf. Ein bisschen davon. Dann habe ich das hier gefunden. Das läuft auch offensichtlich schon hier irgendwo aus. Da scheint die Tüte schon irgendwo kaputt zu sein. Davon nehmen wir ein bisschen. Sehr schön. Ja, ich glaube, davon nehmen wir sogar noch ein bisschen mehr. Das sind so ganz kleine Mini-Pailletten. Ich zeige euch das mal gerade. Die sind so irisierend und so eine ganz, ganz kleine Mini-Pailletten. So. Das reicht. Tu mal den Rest zurück. Naja, die vier können noch mit hier drauf. Dann habe ich einen Aufbewahrungstipp für euch, wenn ihr so Kleinteile habt. Ich habe mir dann irgendwann mal so Pillen Aufbewahrungsteile, gibt es auch beim Teddy für, ich glaube, 1 Euro oder so gekauft. Und da könnt ihr dann halt auch, komm, wir nehmen mal hier das hier. Oder sogar doch das Blaue. Wir nehmen ein paar von dem Blauen. Und ein paar hiervon. Und die könnt ihr dann einzeln, wie ihr seht, öffnen und dann einzeln auch rausschütteln oder entnehmen. Ich glaube, das reicht schon fast, ne? Ich kann das immer so schlecht abschätzen. Vielleicht noch ein bisschen was. Ach ja, genau, ich wollte hiervon noch. Da wollte ich noch. Das hier finde ich, so Sternchen passt gut. Und da sind auch Blümchen bei. Ja, das ist eine schöne Mischung. Hier haben wir Herzchen. Und hier sind noch mehr Sternchen. Die Farben passen einfach ziemlich perfekt. Und das ist alles so eine bunte Mischung. Und ich denke, das reicht. Was meint ihr? Ist das zu wenig? Ach, ich denke, das reicht. Wollen wir doch mal gucken. Also da sind jetzt nur wirklich, wirkliche Kleinteile bei. Ob das jetzt so gut hält, wie es halten sollte, steht irgendwas an. Oh ja, wir haben Hinweise. Können interaktive Karten gestaltet werden zum fixieren Klebestreifen? Einfach Kappe. Einfach, ach so, da hinten geht es weiter. Oder wie? Ja. Das ist lustig. Man liest von da über die Aussparung hinweg. Lassen sich die
einfach abziehen. Zwischen Karte und Kuppel können so zum Beispiel Streuteile platziert werden. Das ist klar. Ja, mehr steht da auch nicht. Gut. Ich überlege jetzt, ob wir noch zusätzlich Kleber anbringen. Würde ich aber nicht machen. Ich würde es jetzt tatsächlich einfach genauso nutzen. Und wir hatten eben gesagt, wir platzieren das am Rand entlang. Das ist ein sehr großes Teil. Vielleicht hätte ich doch mehr Streuteile reintun sollen. Oh doch, sieht gut aus. So, nochmal schön andrücken, dass da nichts drunter rutschen kann. Aber ey, das funktioniert hervorragend. Und dann kann ich mir hier den Gruß freischütteln. Und selbst wenn jetzt hier was hängen bleibt, in dem Moment, wenn ich es klopfe, löst sich auch tatsächlich alles wieder ab. Also es bleibt nichts kleben. Ja, vielleicht hier der eine Stern. Aber wenn ich Schüttelkarten mache, habe ich sonst immer ganz viel da kleben. Und das finde ich echt klasse. Ja, also das ist, kann ich tatsächlich von vollem Herzen weiterempfehlen. Diese Geschichte mit den Pouches. 1 Euro fünf Stück. Das ist nicht ganz günstig, aber wenn ihr so viele Schwierigkeiten hattet mit Schüttelkarten wie ich bisher, dann ist das also auf jeden Fall eine dankbare Lösung. Wäre schön, wenn es dann noch andere Formen gäbe, außerdem diesen Halbkreisen, wenn es da irgendwie noch Sterne oder Herzchen gäbe und wenn die auch gar nicht ganz so hoch gekuppelt wären. Also weil, mal gerade gucken, also das ist schon sehr hoch gekuppelt. Das heißt, das würde noch nicht einmal in einen 85, 95 Cent Briefumschlag passen. Da müsste ich schon mindestens 1,60 kostet das inzwischen. 1,60 Euro Porto planen. Das finde ich jetzt gerade so ein bisschen schade. Das wäre vielleicht noch eine Sache, die ich noch optimiert sehen würde. Ansonsten funktioniert das hervorragend. Ja, cool. So, Karte Nummer 1. Machen wir noch eine zweite? Wir machen noch eine zweite, ne? Weihnachtskarte hatten wir doch gesagt. Ich überlege mir mal gerade was und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mir jetzt mal aus den Blöcken verschiedene Seiten rausgerissen. Ich hatte die ja eben gezeigt. Das ist jetzt aus den einzelnen Blöcken. Ich weiß noch nicht, ob ich das Papier auch verwende. Die drei möchte ich auf jeden Fall miteinander kombinieren. Ob ich das noch mit reinnehme, bin ich noch nicht 100% sicher. Das werden wir jetzt gemeinsam austesten. Ich habe mir als Karte so eine beige Karte rausgenommen, die in diesem Format, also in dem, also das DIN A4 Blatt wurde dann halt so geteilt und eben nicht so, also dass ich nicht so eine Klappkarte habe, sondern eben jetzt so eine. Ich falze mir das einmal, ohne dass ich es vorfalze. Im Normalfall ist das Papier nicht so dick, dass das nicht geht. Jetzt mache ich noch Folgendes. Ja, doch, ich mache das einfach, dass ich das hier noch mal bis zur Falz falte. Und das einfach als, dann muss ich nicht messen, als Schnittlinie nehme und dann hinter dem Knick einmal abschneide. Und jetzt gibt es die sehr einfache Variante, die ich auch schon mal gezeigt habe, dass ich das dann jetzt so aufklebe und dadurch eine Karte habe. Aber heute möchte ich noch mal was anderes mit euch machen. Mit, zwar, ich meine, das hätten wir auch schon mal gemacht. Ich habe jetzt hier noch ein Blatt, da ist hier das so ein bisschen eingeknickt. Deswegen werde ich das hier jetzt nehmen, um hier auch noch mal was zuzuschneiden. Jetzt ist die Frage, wie viel ich da abschneide. Ich mache einfach mal Pi mal Daumen. Ich schneide einfach mal hier so ein Stück ab. Ich schneide hier mal ordentlich was weg. Also auf, ich nehme mal 8 cm. Ja, 8 cm ist gut. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich hier oben etwas schief geschnitten habe. Und halbiere, knicke das auch noch einmal. Einfach die beiden Enden aufeinander legen. Und jetzt kann ich das so hier reinkleben und habe auf die Art und Weise quasi auch nochmal so einen Schließmechanismus. Ja, habe ich ja mal zufälligerweise ziemlich passend geschnitten. Und das möchte ich jetzt
entsprechend bekleben. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam an, was da wie viel Sinn macht. Hier hatte ich mir gedacht, kann man so schön den Holzhintergrund nehmen. Und jetzt hier erstmal, da habe ich noch so einen weißen Rand, den abschneiden. Und dann kann ich von dem Maß ausgehend. Ich habe dann hier 14,8. Jetzt bin ich deshalb ein bisschen irritiert, weil die Karte scheint dann größer zu sein. Ja, die ist 15. Das ist aber, ja, so gesehen perfekt. Dann muss ich es ja nur noch in der Länge zuschneiden. Dann gucke ich mir das einmal an, dass ich überall den gleichen Abstand habe. Und mache mir eine Markierung. Da möchte ich schneiden. Und habe schon den Hintergrund dadurch. Es wirkt aber irgendwie völlig schief. Es wirkt sehr konisch. Was habe ich denn da jetzt fabriziert? Ist das nicht ordentlich angelegt? Das ist ja keine optische Täuschung. Das hier ist 10, ein ganz klein bisschen und das hier ist 10,4. Wo ist der Fehler? Da scheint er zu sein. Okay, wir testen jetzt mal aus, wie klein wir werden müssen, damit es rechtwinklig ist. Es ist auf jeden Fall schief, aber das ist egal. Jetzt also genau an der anderen Seite abschneiden müssen. Wir gucken uns das einmal an, ob uns das noch gefällt. Ich kann euch nämlich sonst auch da wieder einen Trick zeigen, wenn ihr sagt, oh, das ist mir eigentlich zu viel Rand. Gucken wir mal gerade selbst an, wie es mir gefällt. Finde ich das zu viel Rand? Ja, komm, wir machen es mal aus Prinzip. Sagen wir jetzt mal, es ist zu viel Rand. Ich möchte nur so einen kleinen Rand haben. Das heißt, das hier ist zu viel. Und hier oben, das ist zu viel. Und dann schneiden wir das jetzt einfach ab. Dann schneiden wir das jetzt einfach zu. Einmal da und einmal hier und dann habe ich das, was ich eben bereits erreichen wollte, nämlich nur einen kleinen Rand. Das hier sollte jetzt immer noch gut aussehen, da dürfte sich nichts verändert haben. So, jetzt ist die Frage, ich möchte auf jeden Fall dieses Herz hier haben. Möchte ich das hier außen haben oder möchte ich das zum Beispiel hier innen haben? Ich glaube, ich möchte das außen haben, weil ich das Herz tatsächlich sehr, sehr schön finde. Jetzt möchte ich das Herz quasi im, das kleben wir jetzt schon mal auf, sonst dann haben wir immer einen guten Blick. Zum Thema, wie groß der Rand sein soll. Nur so ein kleiner, ich sage jetzt mal, 2 mm Rand. Und den wollen wir hier auch. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das passt. Das müsste eigentlich gut passen. Ach so, und dann muss ich gucken. Ich wollte das Winter is coming haben. Ob ich das hier noch drauf bekomme. Doch, sieht aber so aus. Dann würde ich hier... Ja, vom Tannenbaum. Ich glaube, ich schneide dann gleich lieber ein bisschen was vom Tannenbaum ab. Kinders, ich mache das mal umgekehrt. Ich zeichne es mir nicht ein, sondern ich schneide es mal so zu, dass das Herz auf jeden Fall so drauf ist, wie ich es haben möchte. Das heißt, mehr möchte ich vom Rand da oben nicht wegschneiden. Das heißt, ich orientiere mich jetzt nach unten. Oh, oder es passt einfach. Ja, das geht auch. Perfekt. Gut, dann brauchen wir ja nur noch abschneiden. Wenn jetzt Worst Case gewesen wäre, wäre das zu viel Rand gewesen, dann hätte ich von der Karte was abgeschnitten. Ich habe ja gar nicht ausgemessen, sondern alles frei Schnauze gemacht. Das heißt, ihr müsst auch gar keine Maße haben, sondern könnt frei Schnauze arbeiten. Jetzt wird es einige von euch geben, die sagen, ja, aber es wäre schon hilfreich, Maße zu haben, weil ich bin nicht so gut in Freischnauze.
Für die sage ich noch mal gerade, welche Maße ich jetzt letztendlich habe. Ich habe jetzt hier die Klasse 14,8 mal 10,5 passenderweise. Und dieses Kärtchen hier hat jetzt bei mir 8 mal 9,8, also sprich doppelt, also aufgeklappt, ist es 19,8, dann wird es auch 9,9 sein. Ja, also nur damit ihr eine ungefähre Richtung habt. So, soweit, so gut. Das passt auf jeden Fall. Sieht schon mal echt gut aus. Sieht jetzt schon gut aus. Jetzt gucken wir uns das mal einmal mit dem Winter is coming an. Ich das da wirklich gut drauf bekomme. Dann würde ich das einmal, glaube ich, ich hatte es erst überlegt, ob ich es gerade ausschneide, aber dann würde ich es jetzt doch entsprechend der Kontur ausschneiden. Also so in meinem üblichen Wellenmuster. Also einfach, indem ich die Schere einfach immer wieder so ein bisschen hin und her mache, dass es gar kein zu gerader Schnitt ist und so ein bisschen die Buchstaben ja, umrandet. So, wie klebt man sowas jetzt auf? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen, habe ich glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal verlinkt, ein Klebeband, was unsichtbar klebt. Ich kann mit Nieten arbeiten, dann hätte ich mehr Rand gelassen. Und was eine Möglichkeit ist, ist, dass ihr an den dicken Stellen der Schrift, wie zum Beispiel jetzt hier bei diesem W, klappt das ganz wunderbar. Oder einfach hier das nachzieht. Am besten wirklich dünn, nicht so wie ich hier. Das so ein bisschen nachzieht. Ha, naja. Ihr wisst ja, perfekt ist langweilig. Und dann trocknet das eigentlich auch ziemlich durchsichtig. Mal gerade einmal gucken, wie ich es klebe, dass man noch erkennen kann, dass hier noch ein Bäumchen ist. Das Bäumchen finde ich nämlich eigentlich auch ganz hübsch. Oder ich nehme einen anderen Spruch. Dann lasse ich das jetzt, würde ich das trocknen lassen. Guck mal gerade, ob hier irgendwas dabei ist, was mir gut gefällt. Dann nehmen wir doch sowas Neutrales wie das For You. Da das so sehr gerade ist, würde ich das jetzt auch tatsächlich gerade ausschneiden. Weil ich gerade, ob ich sehr bewusst das so ein bisschen, aber es ist jetzt okay. Okay, gerade. Es ist auch recht lang. Aber das kann ich ja noch kürzen. Dann schneide ich nochmal überall ein bisschen was ab. Und würde auch hier den Kleber erneut hinter die Schrift, hinter der Schrift verstecken. Versuchen wir es nochmal. Gucken wir mal, wie gut ich das hinkriege. Ich würde mal einmal hier das F nehmen, damit ich hier an der Stelle auch ein bisschen Kleber habe. Und das U ist ja ein bisschen dicker. Ich überlege gerade, ob ich einfach alle Buchstaben nehmen, und das mache ich sogar. Und dann kleben wir es auf. Schief gerade. Hey, ich zu wenig Kleber genommen. So. Und du darfst jetzt trocknen. Fällt mir jetzt schon. Zugeschnitten hatten wir es, ne? Dann können wir es auch aufkleben.
Und dann können wir uns überlegen, was hier hinkommt und was dahin kommt und was hier hinkommt. Und hier sehe ich ja jetzt durchaus das hier. Ich denke darüber nach, ob ich das Papier so rumnehme, weil ich auf die Art und Weise, ich würde trotzdem mit Lücke arbeiten, aber ich könnte das Papier dann direkt im Anschluss weiterführen. Wenn ihr wisst, was ich meine, sonst zeige ich euch nämlich, was ich meine. Erstmal schneide ich es gerade. Wir haben ja jetzt gerade irgendwie gelernt, dass das Papier, oh ja, schaut mal, das hier steht viel mehr über als unten. Und jetzt gucken wir nämlich mal gerade, eben hatte ich nämlich tatsächlich keinen rechten Winkel. Das ist echt richtig schief. Ja, jetzt habe ich es aber. Und ich lege das einmal hier an. Ich gucke wieder, dass ich ungefähr den gleichen kleinen Rand habe wie bisher auch. Und dann möchte ich hier schneiden. Und wo ist der Knick? Da ist der Knick. Ich zeichne ihn mir mal einmal ein. Dann könnt ihr ihn besser sehen und ich auch. Und schneide dort. Und dann mache ich das auch einmal. Einmal hier. Und hier, wir legen mal kurz an, ob ich es gut getroffen habe von der Größe. Das macht einen sehr guten Eindruck. Und jetzt möchte ich nämlich das hier direkt anschließen und kann, da ist der Knick, das noch mal einmal hier zuschneiden und habe dann bereits beide Innenseiten. Und da kann dann auch perfekt, weil das so schön hell ist, ein Gruß drauf geschrieben werden. Nummer 1. Und das kommt dann so da dran. Radiergummistrich machen wir noch, den Bleistiftstrich radieren wir noch weg, so dass mein Radiergummi nicht da ist, wo es hingehört. Noch mal einmal alles richtig rutschen, dann andrücken. Wo ist mein Radiergummi? Wer hat es geklaut? Danach werde ich gleich gucken. So, habe ich es jetzt überhaupt richtig rum drauf geklebt? Doch. Das wäre es noch gewesen, ne? So, und dann haben wir noch hier die Gestaltung von diesem Stück. Das wäre jetzt zu schmal. Da könnten wir jetzt drüber nachdenken, ob wir da jetzt noch das... Oh, das sieht gut aus. Findet ihr auch? Doch, das gefällt mir gut. Und das könnte man auch innen drin dann auch noch direkt nochmal nehmen. Dann haben wir alle Seiten schön beklebt. Dann würde ich auch hier, ich sehe so schon, was das nicht gerade ist, auch da mal gerade so lang hier im rechten Winkel schneiden, bis es auch wirklich im rechten Winkel ist. Na, also, um euch das mal zu zeigen, also das ist irgendwie... Wahrscheinlich ist er vielleicht deswegen in der 10-Cent-Kiste gelandet. Das kann ich nicht 100% sagen, aber jetzt macht es einen guten Eindruck. Die ganzen Schnipsel einmal wegwerfen. Oh,
Und dann können wir einzeichnen, wie was wo. Ich gucke gerade mal, ob wir, wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann vielleicht sogar mit etwas Glück die andere Seite quasi mithaben. Das heißt, wenn ich als erstes den Schnitt hier mache und hier genug übrig sein sollte, das kann ich gerade nicht abschätzen, dann könnte das passen. Wir machen also tatsächlich zuerst diesen Schnitt, dann diesen. Das könnte passen. Und dann haben wir hier das. Das passt auf jeden Fall. Und dann innen, wir schauen mal. Würde ich noch ein ganz klein bisschen was wegschneiden, weil offensichtlich der andere Rand ein bisschen größer ist. Und dann finde ich, passt das auch. Meiner Perfektion genügt das. Oder meinem Anspruch an Perfektion kommt das sehr entgegen. Und jetzt wird das eingeklebt. Und zwar lediglich diese Fläche hier. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir die... Ich mache mal ein bisschen mehr Kleber drauf. Ob wir das mittig machen, dass wir es genau ausrichten. Und das mache ich jetzt einfach mal. Also oben, unten, rechts, links. Hier der gleiche Abstand, hier der gleiche Abstand. Und dann wäre das meine Karte. Ich hätte natürlich jetzt auch noch mit Magnet arbeiten können. Das habe ich nicht. Aber wenn ich das jetzt mal einmal gut nachfalze, dann hält das auch so. Aber Magnet wäre tatsächlich eine Idee gewesen. Hätte man jetzt gut darunter verstecken können, ne? Ist das schon zu festgeklebt? Sonst können wir noch einen drunter schieben. Ach, guckt mal, das kann man noch lösen. Machen wir das noch schnell. Moment, Magnete. Dann nehmen wir zuerst, schieben wir hier drunter. Dann sollten wir auch noch ein bisschen Klebe zusätzlich aufbringen. Erstmal haben wir jetzt gerade hier die Klebe gelöst. Und da noch mal ein bisschen extra Klebe. Rutscht nicht so tief. Bleib hier oben. So. Wer da unterschreibt, muss dann ein bisschen aufpassen, wenn man da jetzt den Gruß hinschreibt. Aber das wird schon gehen. Und der andere muss dann ja, wie kriege ich das jetzt hin? Der muss da ja ziemlich mitten drunter. Dann ziehen wir das hier einfach nochmal ab. Machen hier Klebe drauf. Patschen das mal einmal dahin. Haha, das ist gut. Dann sehe ich genau, wo die Klebe ist. Schnappe mir den, klebe den dahin, packe jetzt hier nochmal ordentlich Kleber drauf, klebe das drüber und lasse es gut durchtrocknen. Ja, ich habe doch eh nicht die Geduld, das auszuwarten. Ich muss das auch jetzt direkt testen. Ihr kennt mich doch. Funktioniert. Habt ihr gehört? Man wird vorsichtig sein, dass ich hier nicht direkt wieder alles auseinanderziehe. Cool. Ja, gefällt mir gut. Sieht ein bisschen schief aus. Schief ist das neue gerade. Warum sieht das schief aus? Ich glaube, weil das Papier ein bisschen schief ist zu dem Rand, ne? Das ist mir völlig Hupe. Gut, ich denke, das... Achso, das reicht fürs Kartenbasteln. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Karten gebastelt. Eine Shaker-Card, die mir sehr gut gefällt. Und eine, wie ich finde, sehr, sehr edle
Weihnachtskarte, weil das noch nicht einmal als Weihnachtskarte genutzt werden müsste, aber kann. Ich glaube, ich muss das mal einmal gerade. Der Magnet ist so groß, dass ich das eigentlich korrigieren können müsste, ohne dass das mit dem Magnet Schwierigkeiten gibt. Aber ich glaube, irgendwas Schiefes bleibt. Gehört so. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Kommentare. Also, ganz viele von euch haben mich gefragt, was ist denn das hier bitteschön für ein cooles Ding? Ich habe das auf dem Stempelmaker von der lieben Ramona geschenkt bekommen. Die hat das selbst gebastelt nach einem Video von Olga. Olga macht das so, kennt ihr vielleicht den Kanal? Verlinke ich euch auf jeden Fall. Habe ich nämlich auch gefunden, als ich danach gesucht habe. Das Ding heißt ursprünglich, warte mal, ich gucke es nochmal nach. Aqua, nicht Aqua, eher Hockey irgendwas. Ich blende es euch gleich ein. Das ist das Ursprungsvideo. Das kann man tatsächlich professionell kaufen. Aber man kann es auch nachbasteln. Und zwar ist das hier der Verschluss von einer Kerze, die Ramona und auch Olga beim Action gekauft haben. Die gibt es in verschiedenen Größen. Und das ist der Verschluss quasi von dieser Kerze. Und dann hat man dort das Gewinde abgemacht. Das ist nicht das Gewinde, das ist diesen Plastikring. Das seht ihr aber alles in dem Video, das verlinke ich euch. Befüllt und dann mit Pappe und Filz, der halt ausgeschnitten wurde und Band versehen, sodass aber der Filz halt unberührt bleibt. Und so kann man diesen Stempelflitzer oder Stempelgleiter, ich habe ganz viele Leute kommentiert, die einen haben gefragt, was ist das, wie funktioniert das, wie geht, also will das auch? Und die anderen haben kommentiert, ja, findet ihr da und da. Also Stempelflitzer, Stempelgleiter oder Air Hockey irgendwas. Ich blende euch da gleich die entsprechenden Kommentare ein. Und die entsprechenden Screenshots. Und ich verlinke euch Olgas Video, was mir Ramona auch bestätigt hat, dass sie danach gearbeitet hat. Das ist die eine Sache. Das verlinke ich euch mal als erstes. Jetzt noch ein paar Bilder von den Sachen, die ich sonst noch beim Teddy gesehen habe. Ich könnte echt nächstes Mal vielleicht meine Kamera einmal so an der ganzen Wand entlang führen, dass ihr mal so seht, was es so alles im Teddy geben kann. Das hängt halt tatsächlich von der Teddy-Größe ab. Es gibt auf jeden Fall einige Schablonen, die ich noch nicht kannte. Ich habe sie jetzt nicht gekauft, weil ich einfach schon so viele habe und ich jetzt nicht irgendwie aus Prinzip alles kaufe, um es euch zu zeigen. Das möchte ich einfach nicht machen. Das sehe ich nicht als sinnvoll an. Eigentlich wollte ich noch viel mehr mit euch durchsprechen, aber ich muss ins Bett. Ich bin einfach durch für heute. Ihr bleibt mir gesund und munter und kreativ. Und wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Bis dann!